Integuell gehen die Fahrt dann um 10 Uhr morgens los. Wir werden noch schnell tanken und dann auf die Autobahn und los ging's. Die 250 Kilometer wären eine Mischung zwischen Autobahn und Nationalstraße, die aber sehr gut zu fahren wäre. Wie ich das schon gestern erklärt hatte, vor Arguedas, nämlich den Feldweg rechter Hand, und zwar ist der ungefähr so 300 Meter vor der Tankstelle, und auch dieser Feldweg ist nur gedacht für 5,5 Tonnen zu fahren, reicht aber für mein Womo. Wie man sieht, hat das sehr wenig mit Feldweg zu tun. Das ist eine schöne breite Straße, die zweispurig ist. Auch bei Gegenverkehr hat man da keine Probleme. Bei Google Maps sieht das eben manchmal etwas anders aus. Und das ist auch gut so. Und ich war auch happy und zufrieden, dass die Straße so breit wäre. Dann immer, wenn es am schönsten ist, kommen natürlich die Schwierigkeiten. Und zwar die Straße wurde zwar nicht schmäler, aber dort war eine Mulde, ein Bachlauf, wie ich da feststellte, der aber nur bei Hochwasser Wasser führt. Wegen dem langen Überhang von Cartago war das natürlich schon relativ riskant, für hinten nicht aufzuschlagen. Also ging ich diese Stelle sehr, sehr piano an, ohne den Überhang des Cartagos zu schruppen. Unbefestigte Straße. Wie ich schon gestern erwähnt hatte, am Ende der Straße geht es dann links runter, immer am Bergkamm bitte entlang. Bitte den Straßenverlauf für einen Kilometer. Die nächste Straße dann rechts, an der Entsorgungsstation vorbei. Jetzt links abbiegen. Und rechter Hand sieht man dann schon die Womos da stehen. Der Stellplatz von Arguedas liegt hier an einem Bergkamm, der etwas außerhalb der Stadt ist. Der Stellplatz an sich ist gratis, länger wie 48 Stunden darf man nicht hier stehen. Die Entsorgung ist etwas weiter vom Stellplatz entfernt und ich will euch das jetzt mal zeigen. Entsorgen kann man hier prima Grauwasser genauso gut wie Chemietoilette. Die Versorgung, also Frischwasser, bekommt man nur über einen Jeton. Für einen Jeton bekommt man ungefähr so 100 Liter Wasser. Dieser Jeton muss in einem Lebensmittelgeschäft gekauft werden, das ungefähr so 50 Meter von hier entfernt ist. Wichtig ist mir immer wieder die Chemietoilette. Wasser mache ich mir keine Gedanken. Ich habe jedes Mal 170 Liter mit dabei und da komme ich schon ein paar Tage hin. Wir sind jetzt hier auf dem Stellplatz von Arguedas angekommen. Bekannt ist dieses Dorf geworden wegen den Wohnungen, die in den Felsen gehauen sind. Diese befindet sich sofort am Stellplatz. Man sieht sie von Weitem, also kein Thema für diesen dann zu finden. Am Ende des Platzes führt ein Weg hinauf in den Berg. In diesen Höhlenhäusern hausten einige der Einwohner bis 1960. Was das mit den Wohnungen im Felsen hatte, wird alles auf dem Schild hinter mir erklärt. Es ist offiziell verboten, diese Gebäude zu betreten, aber wie ich immer sage, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Von hier oben kann man sich ein besseres Bild vom Stellplatz machen. Warum man diese Behausungen nicht betreten sollte, sieht man am besten hier. Langsam aber sicher werden die Steine ausgewaschen
und die fallen dann zusammen. Ich habe gedacht, es wären Steine, aber wie man sieht, es ist nur Lehm. Und wenn der mal anfängt zu bröckeln, dann wird das relativ sehr sportlich und sehr interessant nach dem Motto: Vorwärts, Kameraden, wir ziehen uns zurück. Einen Herd hatten die Einwohner noch nicht, darum wurde hier auf offenem Feuer gekocht. Durch den Lehmboden hatten auch die Zimmer im Sommer eine sehr angenehme Temperatur. In einigen Zimmern kann man heute noch deutlich Spuren sehen von den Pickeln, die die Leute benutzt haben, um Zimmer in diesen Stein zu hauen. Nicht nur die Einwohner dieses Ortes lebten hier, sondern auch ihre Haustiere, wie Hühner, Schafe, Ziegen und so weiter. Hier sieht man noch Zaumzeug, das vergessen wurde. Die ganze Wohnung wurde im Winter beheizt mit Holz und als Licht nahm man einfach Öllampen. Da hier kein Stromanschluss war, hatte man noch keine elektrischen Geräte. Einige dieser Behausungen sind sehr gut erhalten und man kann sich sehr gut vorstellen, wie die Leute vor 60 Jahren darin gewohnt haben. Der ganze Berg hier ist kein Gestein, was ich angenommen hätte. Nein, es ist einfacher Lehmboden und bekanntlich zersetzt sich der ja mit der Zeit, respektive Regen, Wasser, Frost macht dann den Rest. Und ich schätze mal, in 20 Jahren wird man hier gar nichts mehr sehen. Heute hatten wir ja dann die Anfahrt von 250 Kilometern. Habe dann die Wohnungen oben im Berg besucht und morgen geht es dann in die Halbwüste. Las Bardenas heißt die und die wollen wir uns dann angucken. Nach der Halbwüste Las Bardenas morgen kommen wir dann wieder zum Stellplatz zurück und übermorgen früh fahren wir dann Richtung Biarritz, also nach Frankreich.